zusammen, wir machen einen Mecklenburger Zuckerkuchen. Und zwar, ich habe vor, meine Springform mit dem Durchmesser von 18 cm zu nehmen. Und wie ihr wisst, wenn ihr eine 26er Form nehmen solltet, einfach die Menge verdoppeln. Und was ich auch nochmal sagen wollte, weil ich glaube, einige, die wissen das auch nicht. Also wenn ich die Zutaten hier im Video sage, sind die trotzdem unten in der Infobox nochmal aufgeschrieben. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich das hier im Video sage, sondern ich schreibe sie auch noch mit in die Infobox. Und jetzt machen wir erstmal unseren Teig. Und zwar, ich habe jetzt hier drin einmal 150 Gramm Mehl und 25 Gramm Zucker. Fragt mich bitte nur nicht, warum die Aufteilung jetzt so ist, wie ich sie jetzt sagen werde. Ich habe einfach das Rezept jetzt so gemacht, wie es halt angegeben wurde. Und zwar, weil hier drin haben wir einmal 60 Milliliter kaltes Wasser mit 25 Gramm zerlassener Butter, also flüssiger Butter. Hier drin wiederum haben wir 40 Milliliter lauwarmes Wasser. Das ist wieder logisch, weil wir, also ich habe jetzt ein halbes Päckchen Trockenhefe genommen. Ich nehme halt immer etwas mehr, wie auf der Packung steht. Ihr könnt auch ein Viertelpäckchen nehmen. Aber warum jetzt das Wasser hier noch kalt sein muss oder so, das fragt mich nicht. Ich habe mich jetzt einfach nach dem Rezept gerichtet. Und wieder sage ich es nochmal gerne, keine Angst vor Hefe. Man muss einfach nur die Milch, es gibt ja auch manchmal, dass man es mit Milch macht. Milch oder Wasser, also die Flüssigkeit muss einfach nur lauwarm sein. Und dann geht da auch nichts schief. Also bei mir ist wirklich noch nie was schief gegangen. Selbst beim ersten Mal oder so. Man muss wirklich nur gucken, dass man das nicht mit kaltem und nicht mit heißem Wasser macht. Dann ist es eigentlich eine ganz simple Sache. Und da muss man keine Bedenken vorhaben. So, jetzt geben wir alles zusammen. Dann tun wir erstmal den Teig verkneten. Denn wenn wir natürlich jetzt Hefe dabei haben, muss der Teig ja auch erstmal gehen. Aber, jetzt hätte ich es fast schon wieder vergessen. Diesmal weiß ich es aber, dass ich den Stecker wieder rausgeholt habe. Ich habe ihn zwar noch nicht reingesteckt, aber ich weiß, dass ich ihn nicht in der Steckdose drin habe. So, jetzt haben wir das aber und jetzt geht's los. So, jetzt haben wir den Teig verknetet. Nachher zum Auslegen in die Form werde ich noch etwas Mehl brauchen. Aber ich finde ihn jetzt so ganz gut, weil dann hat er jetzt eine Möglichkeit, wenn er so ein bisschen lockerer ist, noch gut aufzugehen. Und jetzt soll er erstmal aufgehen. Ich werde jetzt die schnelle Variante machen. Und zwar tue den jetzt abdecken und stelle ihn in den Ofen, so mit 30 Grad. Aber man kann ihn auch auf die Heizung stellen. Und man kann ihn natürlich auch einfach so ruhen lassen. Aber ich nehme jetzt die schnelle Variante und deswegen mache ich das jetzt so. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich auch schnell wieder. So, der Teig hat sich jetzt verdoppelt. Mal gucken. Ganz bisschen Mehl gebe ich, glaube ich, noch dazu. Nur, dass ich sozusagen von der einen Form oder von der Schüssel jetzt in die andere Form reinbekomme, ohne dass es zu arg klebt. Aber geht schon los mit Kleben, aber ich möchte halt auch nicht zu viel Mehl dazu geben. Das ist eigentlich nur wirklich für den Transport. Ich muss ein bisschen zusammen machen. So, dann haben wir hier die Form. Tun das Ganze hier auskleiden. Wenn es noch ein bisschen klebt, ach ne, Moment, ich habe, glaube ich, hier noch ein bisschen, tue ich meine Finger noch mal ein bisschen Mehl geben. Zack, 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 zack. Ich habe mir jetzt gerade auch überlegt, eigentlich ist es ja Butter-Zuckerkuchen. Ich habe mir gedacht, wir können ja auch einen Vanille-Zuckerkuchen machen, also dass wir noch Vanillezucker dazu geben. Ich mache mir nur mal kurz die Hände sauber und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt nehme ich meine Teigkarte und tue einfach hier immer so reinstechen. Und dann soll das Ganze nämlich nochmal gehen. So, und dann nochmal so rum. Und dann decke ich das Ganze nochmal ab, damit der Teig nicht austrocknet. Und dann soll er nochmal gehen. Und dann
können wir den fertig machen für den Ofen. So, meine Lieben, und zwar, jetzt ist der Kuchen doch mal gegangen. Wie gesagt, ich hatte ihn jetzt im Ofen gehen lassen, so bei 40 Grad oder so waren das. Deswegen ging das jetzt relativ schnell. Beim ersten Mal waren es so 20 Minuten, jetzt nochmal so 10 Minuten. Und jetzt gebe ich einfach so Butterflocken noch hier oben drauf. Einfach so, vielleicht auch mal in die Ritzen da rein. Nimmt sich ja eh selbst dann den Weg, wenn es verläuft. Dann geben wir noch den Zucker oben drüber. Ich habe jetzt ein bisschen viel Zucker, weil es kommt jetzt Zucker oben drauf und nochmal zum Schluss. Und wer dann schreibt, ist es aber viel oder das ist aber viel Zucker, dann sollte man einfach einen Zuckerkuchen nicht anklicken. Mehr sage ich diesmal nicht dazu, bevor es da wieder Dramen gibt. Dann kann man ja auch die Low-Carb-Sachen zurückgreifen. Oder. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt gesagt habe, also den Ofen habe ich auf jeden Fall jetzt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Jetzt geben wir ein bisschen Zucker drüber. Also jetzt in dem Fall habe ich ja, wie gesagt, Vanille dazugegeben. Man kann auch Zimt dazugeben. Ich habe jetzt gedacht, wir machen es jetzt mal Vanille-Zuckerkuchen. Und dann geht er jetzt ab in den Ofen. So, meine Lieben, wir sind auch schon wieder fertig. Und zwar der Kuchen war jetzt 30 Minuten im Ofen. Dann habe ich ein bisschen auskühlen lassen und noch etwas von unserem Vanillezucker, also Zuckermischung mit Vanillezucker drüber gegeben. Und jetzt werden wir mal probieren. Der Fokus wieder nicht. So, jetzt sind wir wieder da. Also einfach nur mega, mega lecker. Und nochmal erwähnt, ja, der Kuchen hat Zucker. Also ich meine, das kann man ja ein bisschen variieren, ob man da mehr drüber gibt oder weniger. Also er ist jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt nicht so viel drüber gegeben, dass man denkt, oh Gott, weil im Teig ist ja nicht allzu viel Zucker drin. Aber bevor wieder irgendwelche kommen mit, oh Gott, der Zucker, dann macht man einfach einen anderen Kuchen. Aber so, er ist total schön weich, gerade weil halt die Butter natürlich da das Ganze jetzt schön weich gemacht hat. Und ich kann einfach nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!